Seit seinem Unfall hat Jonas mit den Folgen zu kämpfen und das vor allem psychisch. Ein überraschendes Wiedersehen sorgt zusätzlich für Chaos. Achtung, es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, seit Jonas, Felix van Deventer, Unfall bei GZSZ ist er mental schwer angeschlagen. Immer wieder fällt es ihm schwer, seinen Zustand zu akzeptieren. Das sorgt dafür, dass er alles, was ihm einst so viel bedeutet hat, von sich wegstößt. So vergraulte er nicht nur seine damalige Traumfrau Flo, Pauline Afaya, sondern hängte auch seine Karriere als DJ an den Nagel. Während er sich langsam aber sicher wieder an die Musik herantraut, scheint der Gedanke, sich jemals wieder auf eine Frau einzulassen, weiterhin für ihn unmöglich zu sein. Jonas trifft völlig unerwartet wieder auf Flo. Bereits wenige Wochen nach seinem Unfall hatte Jonas sich dank Moritz, Lennart Borchert, guten Zureden auf ein Wiedersehen mit Flo eingelassen. Das Treffen verlief jedoch anders als erhofft. Da Jonas sich nicht vorstellen konnte, dass seine Traumfrau noch Interesse an ihm haben könnte, wo er nun im Rollstuhl sitzt, vergraulte er sie bewusst. Trotz seiner Therapie und den Fortschritten, die er seither gemacht hat, hat sich an dieser Einstellung offenbar nichts geändert. Für Jonas steht fest, keine Frau würde sich jemals wieder auf ihn einlassen, solange er gelähmt ist. Er bleibt also fortan Single, so sehr ihn diese Einstellung auch schmerzt. Jonas hält an dem Entschluss, nicht mehr zu daten, weiterhin fest. Das Gefühlschaos nimmt zu, als er nachts im Mauerwerk auch noch völlig unerwartet auf Flo trifft. Als wäre die Begegnung für Jonas nicht schon aufwühlend genug, fragt diese ihn sogar noch nach einem Date. Doch anstatt sich über ihren Annäherungsversuch zu freuen, blockt Jonas diesen ab. Erneut fällt er in ein tiefes Loch. Wie ein weiteres zufälliges Treffen am Tag darauf jedoch zeigt, hat Jonas wohl doch noch nicht ganz mit ihr und der Vorstellung, eine Beziehung zu führen, abgeschlossen. Gelingt es Flo also, ihn aus seinem Schneckenhaus zu locken? Das werden die kommenden Wochen wohl zeigen.